Guten Morgen! Hallo Freunde, willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Lasst uns mal zählen, wie viele Spielzeuge da sind. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind vollzählig. Der Unterricht kann beginnen. Was machen wir denn heute? Heute kommt Doc McStuffins zu uns. Sie erzählt uns heute Interessantes über den Arztberuf. Der Unterricht findet heute im Garten statt. Los, kommt mit! Oh, ist das aufregend! Ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, das wird heute ein toller Unterricht. Ah, da kommt Doc McStuffins! Hallo Kinder! Na, wie geht's euch? Uns geht's gut. Dürfen wir uns mal den Krankenwagen von innen ansehen? Was ist das denn? Eine Maske? Ja, Chelsea, wir haben hier eine Sauerstoffflasche mit einer Maske. Manchmal bekommen Patienten nicht genügend Luft. Dann benutzen wir das. Ist das ein Fernsehgerät? Da sind ja Herzen drauf. Nein, Twilight Sparkle, das ist der Monitor des EKG-Geräts. Damit können wir die Herzfrequenz bestimmen. Das ist ein Leitkegel. Den benutzen doch auch die Verkehrspolizisten, stimmt's? Ja, an manchen Unfallstellen müssen wir die Straße absperren. Deshalb haben wir solche im Krankenwagen. Das ist aber eine große Fahrerkabine. Was ist denn das für ein Knopf? Die Hupe. Oh, auf dem Dach hat's auch Knöpfe. Das Blaulicht und die Sirenen schalten wir bei Notfällen ein. Dann müssen uns andere Fahrzeuge Platz machen. So, liebe Kinder, das war's für heute. Ich muss jetzt leider wieder gehen. Der Unterricht hat Spaß gemacht. Ja, und er war auch sehr interessant. Dankeschön, Doc McStuffins. Ich bereite jetzt das Mittagessen vor. Ihr könnt ein bisschen im Garten spielen. So, ich mache heute einen Gemüseeintopf und fange mit Karotten an. Karotte, Brokkoli, Pilze und Tomaten. Jetzt schneide ich sie noch. So, das kommt jetzt in den Topf. Wasser dazu. Deckel drauf und Herd einschalten. Kommt bitte zu Tisch, das Essen ist fertig. Lecker Gemüse. Guten Appetit. Und ich bereite schon mal die Bettchen fürs Mittagsschläfchen vor. Ich bin müde. Ich auch. So, schlaft gut und träumt was Schönes. Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von meinem Spielzeugkindergarten wieder. Tschüss!